Firma Fitis hat auf der Formnext-Messe gleich mehrere neue spannende Produkte vorgestellt. Konkret handelt es sich dabei um eine Düse aus Siliziumkarbid, neue Hotends, einen passiven Filamenttrockner und einige spannende Filamente. Und wer könnte die technischen Details besser erklären als der Research and Development Manager Maximilian Arnold höchstpersönlich? Dazu gibt es einige sehr spannende Einblicke aus der Entwicklung und Produktion. Eine kleine Anmerkung noch vorab, da das Video wirklich sehr lang geworden ist, habe ich Kapitel hinzugefügt. So könnt ihr einfach zu den Stellen und Produkten springen, die euch am meisten interessieren. Und nun viel Spaß beim Interview. Hallo Jan. Hallo Max. Schön, dich zu sehen. Danke, du auch. Wir sind hier an eurem Stand auf der Formnext 2023. Genau. Am ersten Tag. Sehr früh am Morgen. Und du möchtest mir jetzt mal eure neuen Produkte hier ein bisschen näher erklären? Gerne. Also, fangen wir doch mal an mit so ein bisschen, worüber gerade geredet wird, die Siliziumkarbiddüse. Und die Siliziumkarbiddüse hat ein paar Vorteile. Sie hat zum Beispiel eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Sie kann abrasive Materialien relativ gut handeln. Ja? Und hat halt, weil sie halt eine 9,8 Mohs Härte hat. Also das ist schon sehr, sehr hart. Also Diamant hat 10, das ist das Höchste. Ne? Mhm. Und 9,8 kommt dem schon sehr nah. Ja. Ne? Und dann mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit ist das natürlich auch super. Ja? Also es kombiniert alles irgendwie in einer einzigen Düse. Ja? Ist ein sehr teures Material. Daher wird nur die Spitze im Prinzip als Einsatz reingepresst. Genau, sie wird als Einsatz reingepresst und man hat als Außen hat man Kupfer und dann wird das nochmal nickel-plated, also mit Nickel beschichtet. Und dadurch hat man eigentlich eine relativ super geniale Düse, die eigentlich alles kombiniert, was man eigentlich haben möchte. Weißt du, wir haben ja vor Jahren angefangen mit Stahl, ja, um endlich abrasive Materialien zu drucken. Dann haben wir angefangen, sozusagen so Einsätze reinzumachen. Und jetzt war natürlich die Forschung hin, welcher Einsatz ist der beste. Und da sind wir jetzt halt gelandet halt bei der Düse. Schön. Ja, manche der Zuschauer kennen ja vielleicht die Tungsten-Carbide-Düse, also die Wolfram-Carbide-Düse. Ja. Was sind denn so konkrete Vorteile vielleicht vom Silizium? Ja, also Wolfram-Carbide hat auch eine gute abrasive Eigenschaften, hat auch 9 Mohs-Härte, ist auch schon 9, sehr hart. Ja. Mhm. Kann damit auch wirklich mal abrasive Materialien handeln, aber hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit. Ja? Also bei 140, 130 müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen, aber sie ist erheblich niedriger. Also wir wissen so, reines Aluminium liegt so bei 200, 220, dann Kupfer liegt schon bei 300, kommt auf die Legierung an, kann sogar 400 sein. Und jetzt sind wir natürlich mit einer Siliziumkarbiddüse, die 350 erreichen kann, schon sehr nah am Kupfer dran. Also es wirkt dann wie eine reine Messingdüse, bloß sie kann abrasive Materialien handeln. Also das ist schon eigentlich das Beste vom Besten, was du haben kannst. Yeah. Ja. Genau, dann hier sind dann sozusagen unsere Standard cost-effective, also kostengünstige Hotends. Mhm. Ja, die Dragonfly-Serie BMO 2.0 und BMS 2.0. Da gab es halt leichte Veränderungen am Heizkörper. Da haben wir halt Material versucht einzusparen, damit wir das Ganze ein bisschen leichter machen. Hat natürlich den Prozess, macht es eigentlich teurer. Ja? Weil man denkt dann so, weniger Material, weniger Kosten. Nee, ist nicht ganz, weil du musst ja dann sozusagen mehr Wege fahren. Mehr bearbeiten. Genau, du musst mehr Wege fahren und so weiter. Das dauert also länger pro Einheit. Aber hat den Vorteil, dass alles ein bisschen leichter geworden ist, halt in der BMO und BMS-Serie. Und wie viel Gramm oder Milligramm redet man da? Milligramm nicht, aber Gramm. Ich glaube, wir haben, 4 oder so ein Gramm eingespannt. Und das ist relativ viel. Hört sich nach nicht viel an, aber das ist schon sehr viel. Also das ist, weil wenn so ein ganzes Hotend mal 40 Gramm wiegt, ja, dann sind halt 4 Gramm 10%, die wir einsparen. Fall, halt, ja. Und das Ziel ist ja auch besonders bei unseren Hotend leicht zu sein, aber ihre Leistung halt beibehalten. Ne? Also man kann nicht einfach nur leichter und weniger machen und dann nachher hat man nichts mehr, sondern man muss ja sozusagen irgendwie den Kompromiss finden mit Leistung und gleichzeitig leicht zu bleiben. Und ich glaube, die BMO-Serie ist dann idealer Kandidat für. Also, genau. Dann haben wir hier was ganz Neues. Genau, wir haben jetzt auch einen Filament Dryer. Wir haben keinen aktiven Filament Dryer, weil wir haben uns ein bisschen dagegen entschieden, da aktiv zu heizen, weil natürlich das auch mit CE-Auflagen und so weiter, brauchst du Heizelemente da drin.
Und rein theoretisch kann es auch schief laufen mit Heizen. Weißt du, also wir haben das klar, da gibt's, man kann immer Prozesse einbauen, Sicherheitssysteme einbauen, die da das gewährleisten. Aber wir haben festgestellt, wir können eigentlich sehr gute Ergebnisse auch erreichen mit einem passiven Filament Dryer, also Filamenttrockner. Man muss halt ein paar Sachen beachten. Er muss sehr dicht sein. Das haben wir dann halt auch geschafft. Ja, den kann man hier an der Seite dann im Prinzip aufmachen. Ja. Und da hat man im Prinzip so eine Art Dichtring hier drin. Und dieser Dichtring, der drückt hier auf diese Auskerbung und drückt das wirklich dann luftdicht zu. Und hier drüben haben wir dann sozusagen das Silikagel genau drin. Damit das natürlich als Ganze auch ein bisschen funktioniert, muss man auch ein bisschen das schlauer machen, das System. Du kannst nicht einfach das reinschmeißen und sagen, ah ja, das wird schon irgendwie trocken. Man muss ja wissen, wie trocken alles ist. Deswegen haben wir hier halt Anzeigen. Also es zeigt dir dann an, wie trocken das ist. Wir empfehlen dann, man sieht schon, wie das jetzt hochgeht, die Luftfeuchtigkeit. Jetzt machen wir es gerade wieder zu. Genau. Da kann man dann ganz genau sehen, wie trocken das ist. Und wir schaffen es halt immer, dass es 15% halt hält, ja, relative Luftfeuchtigkeit. Und dadurch kann man im Prinzip den Filament sehr, sehr trocken halten über längere Zeit. Also es geht wahrscheinlich eher um die Lagerung und nicht um die Trocknung von feuchten Filamenten, sondern aktive Trocknung. Ich bekomme es trocken, packe es da rein, dann wird es halt nicht feucht so auf die Art. Also du kannst mit einem aktiven, kann man ja innerhalb von so, sag mal, 4 Stunden ein Filament trocken kriegen. Mit dem kriegst du es eigentlich so, sage ich mal, 24 Stunden brauchst du dafür. Also das heißt, wenn du es jetzt nicht allzu zügig brauchst, dann ist es eigentlich auch ein relativ gutes System. Persönlich habe ich es genutzt, jetzt vor kurzem angefangen, weil ich hatte ein Filament da und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe bis jetzt noch kein Filament bekommen, das trocken bei mir angekommen ist. Und was ich halt da gerne mache, ist, ich trockne die Filamente immer, bevor ich sie einmal nutze. Und ich habe dann mal gedacht, dann setz ich mal da eine Filamentrolle rein, ja, und schaue mir, wie gut das funktioniert nach einem Tag. Habe es halt reingeschmissen und man sieht dann halt die Luftfeuchtigkeit erst leicht ansteigen und dann pendelt die sich dann quasi wieder runter nach 24 Stunden. Und danach habe ich es halt genutzt, dann kann man es hier dann halt öffnen. Kann man direkt rausdrucken. Genau, und kann man es halt dann direkt hier rausdrucken. Und dann habe ich eigentlich relativ gute Ergebnisse von Anfang an eigentlich schon bekommen. Also muss sagen, ich habe den Unterschied nicht merken können zwischen jetzt 24 Stunden passiv und 4 Stunden aktiv. Okay. Halt, ne? Also aber wie gesagt, ich war eigentlich relativ zufrieden. Und was ich halt toll finde, ist, dass ich das dann einfach da drin lassen kann, in mein Regal reinstellen kann und dann sozusagen bis zu einem Monat, sagen wir Pi mal Daumen, halten die Silikagele, bis man sie dann wieder halt trocknen müsste. Ja. Halt, ja. Also wenn man so Trockenbare hat. Genau. Schön. Also ist eigentlich ein ganz cooles System. Ja. Also es sagt auch alles, hat Temperatur und was weiß ich, zeigt sie alles an, sagt dir den Batteriestatus an, verbraucht nur 1 Watt, das kann dir ewig halten mit 3 AA-Batterien, das heißt, du musst es nicht irgendwo anschließen. Mhm. Weißt du, also es ist wirklich ein System, dass du portabel nutzen kannst. Du brauchst keinen Stecker oder sonst irgendetwas. Also es ist wirklich ein einfacheres System, finde ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, weil ich komme vom aktiven Trocknen, ja, und war mir dann nicht ganz sicher. Aber irgendwie hat sich dann ganz schnell bei mir geändert. Ja, okay. Ja. Das war halt. Dann sind wir hier bei den Hotends angekommen. Genau. Also wir haben lange, also bei den Drop Effect Hotends, ist ja unser Kernthema dieses Kinematic Coupling System. Ja, also das ist im Prinzip ein 3-Punkte-System, mit dem eigentlich wenig Wärme übertragen wird vom Hotend über in die Kühlzone und macht es dabei halt super stabil. Also das kannst du kaum, die Dinger kannst du eigentlich kaum zerbrechen. Ich muss mal schauen, ob man die mal drücken kann. Aber du kannst die eigentlich, weißt du, die kannst du drücken bis zum geht nicht mehr, da passiert eigentlich nichts, weißt du, an diesen ganzen Dingern. Einfach wegen diesem Kinematic Coupling System, die kannst du fast nicht kaputt machen. Das hat angefangen mit dem XG für Extreme Gradient, also extremer Gradient, weil wir versuchen natürlich vom Hotend über in die Kühlzone so scharf wie möglich zu sein. Ganz kurzer Abstand, ja. Okay. Genau, der Abstand soll sozusagen kurz sein. Am liebsten würden wir ja sozusagen Umgebungstemperatur hoch. Direkt schmelzen. Genau, direkt schmelzen und raus aus der Düse. Also das wäre ja das Optimale. Arbeiten wir dran. Nein. wäre schön, aber sie ist technisch sehr kompliziert natürlich umzusetzen. Wenn ihr Ideen habt, ne, sagt es mir ruhig. genau, und dann vom XG Hotends haben wir weiterentwickelt auf das NextG Hotend. Das NextG Hotend
hatte sozusagen die Idee, die Kritik vom XG sozusagen, ja, die Leute zu beschwichtigen in dem sich, weil wir haben halt hier eine M4-Düse genutzt. Das XG war eigentlich eine Idee, die wir jetzt aus Drop Effect, die wir als Firma hier in Deutschland haben und die mit Fates zusammenarbeitet, eigentlich mehr als Konzeptidee gedacht. Sozusagen, wir wollen mal, wie würden wir ein Hotend ganz neu gestalten? Ja? Und haben halt gedacht, so M4-Düsen wäre geil. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Warum M4-Düsen, wenn du es vielleicht kurz erklärst? Die Idee dahinter war, kommt daher, dass wir die Idee hatten von den Bimetallic Heat Breaks. Also die Bimetallic Heat Breaks sind ja sozusagen eine kleine Stahlröhrchen ist das und oben wird dann sozusagen der Kühlkörper draufgestülpt aus Kupfer und unten der Heizkörper auch nochmal aus Kupfer. Und dadurch, dass man diese ganz dünne Röhrchen hat, hat man ganz wenig Wärmeübertragung darüber. Aber bei der Heizzone fließt die Wärme natürlich einfacher durch und dann schon ins Filament rein, durch diese dünne Stahlröhrchen. Ja. Und das Gleiche haben wir uns gedacht, so, wenn wir auf M4-Düsen gehen und dann jetzt zum Beispiel gehärtete Stahldüsen einbauen, dann ist einfach weniger Material da. Wo die Hitze eben durch muss, um ans Filament zu kommen. Genau, okay. Also das ist weniger eine kleinere Barriere dahinter. Und das war eigentlich das Ziel bei dem XG Hotend und der Idee dahinter. Aber die Leute waren nicht ganz happy, dass wir sozusagen jetzt da so Düsen sozusagen. Ja, das war jetzt nicht die Idee, dass wir jetzt sozusagen, oh, ihr könnt nur unsere Düsen nutzen, wir haben dann vielleicht oft, dass es irgendwelche Kopien dann auch gibt und Leute das dann halt nutzen, weil das war uns nicht wichtig und das ist natürlich das Hotend und die Idee dahinter wichtig. Ja. Aber ich kann verstehen, wir wollen die V6-Düsen haben. Alles klar. Da sind sie, das NextG. Genau, die Idee vom NextG war, vielleicht könnten wir es dann noch kleiner machen. Ein bisschen. Also der hatte einen 2510 Lüfter drauf. Das ist jetzt nur noch ein 2010 Lüfter. Also das ist wirklich schon sehr, sehr klein. Da geraten wir schon so an die Limits, was so lüftermäßig so am Markt gibt. Ja. Und wir haben, dann haben sie auch bemängelt, dass die Heizzone ein bisschen kurz ist. Sie würden einfach Highflow gerne mehr haben. Das sieht jetzt zwar nicht großartig länger aus, ist es aber, weil man hier hinten, wenn man da schaut, geht die Heizzone bis hier oben. Also wir schieben die Heizzone noch ein bisschen weiter nach oben rein. Mhm. Ja? Dort hat sie im Prinzip hier angefangen und hier fängt sie dann hier oben schon an. Also wir drücken sie ein bisschen weiter hoch, können das dann noch extremer machen natürlich. Dann kann man schon eine sehr, sehr lange Heizzone haben. Also man hat die dann im Prinzip von hier innen drinne, bis hier nach unten drinne. Also das sieht dann zwar nicht nach viel aus, aber ist dann halt schon sehr, sehr lang. Ist die ähnlich wie bei dem Rapido oder? Genau, also die kommt dem eigentlich schon sehr, sehr nah. Also mit dem Rapido Hotend. Dann war natürlich auch noch so eine kleine Kritik, aber ich mag diesen Square Frame, also diesen rechteckigen Rahmen. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so einfach einzubauen und eigentlich wollen wir auch sozusagen das in gewisse Drucker einbauen, die haben dann schon Lüfter drinne und so weiter und wir wollen das ohne Lüfter haben und nee, soll mehr irgendwie universeller sein. Und dann haben wir halt noch die Variante 2 von dem NextG gemacht und das ist dann im Prinzip mit einem runden Rahmen, der dem Dragon Hotend dann sozusagen ähnelt. Also die Attachments sind da genau die gleichen. Die Pi-Variante sozusagen. Genau, die Pi-Variante. Genau, okay. Pi ist halt von der Kreiszahl. Ja. Und daher kommt dann auch der Name, das NextG Pi und dann halt hier das Square Frame. Genau, die sollen jetzt auch bald an den Markt gehen. Ich weiß, also, dass wir das schon mal irgendwann erwähnt haben auf einer Messe, oder gewisse Leute haben das vielleicht schon mal gesehen und gesagt, ja, jetzt wann kommt's, ne? Wir warten drauf. Es wird bald kommen. Wir wollen aber nur ganz, 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 ganz sicher gehen, dass das alles sozusagen ordentlich ist, ja, und dass auch wir noch einmal nachfragen bei den Testern und sagen, war denn alles okay? Habt ihr denn nochmal Probleme? Sagt uns doch bitte, also Ihr habt ja auch auf Twitter nochmal Beta-Tester gesucht und genau, engagiert. Genau, wir suchen die. Genau, also wenn ihr mal Teil von der Beta-Tester-Serie sein wollt, ist das möglich. Wir haben die erste Runde jetzt abgeschlossen. Wir schließen nicht aus, eine zweite Runde auch nochmal zu machen. Besonders damit wir ein breites Spektrum an Nutzern halt auch bekommen. Weil das Wichtige ist natürlich, dass wir alles von allem ein bisschen haben. Ja? Also von jemandem, der dann zum Beispiel sagt, nee, ich will nur einfach das einbauen, es muss einfach sein und ich möchte mich nicht drum kümmern können, bis hin zum, nein, ich möchte basteln und ich möchte das Hightech-Ding haben, wir möchten eine Heizzone, die sind so lang und die Technik da drin haben und wir wollen so viel wie möglich verändern wollen. Also wir wollen halt ein breites Spektrum halt abspiegeln von unseren Beta-Testern, sodass wir dann halt auch wissen, welches Produkt passt zu welchem Nutzer halt. Ne? Ja. Das ist ja das Wichtige dann auch, dass wir den Kunden halt auch das richtige Produkt liefern können. Deswegen haben wir halt diese viele Auswahl auch an Hotends halt, ne? Weil wir einfach wissen wollen oder
dass wir einen breiten Markt abdecken können. Also dass viele Nutzer sich irgendwie repräsentiert fühlen durch irgendeinen Hotend, dass sie sagen, das spricht mich an halt. Ne? Ja. Genau. Ja, so das könnte mein Hotend sein. Okay, ja. Genau, das waren ja jetzt die Drop-Effect-Hotends. Genau. Dann gibt es ja auch noch die klassischen Fetus-Hotends. Genau. Die, und die können wir uns jetzt auch mal anschauen, würde ich sagen. Die, ja, die können wir auch nochmal machen. Ne? So. Genau. Jetzt sind wir halt bei dem Standard-Hotends. Die hast du auch schon mal vielleicht gesehen, gehört. Auch verbaut. Auch verbaut, genau. Ja. Bekannt ist natürlich das Dragon-Hotend hier in dem Voron-Rot. Ne? Dann haben wir unser Rapido. Ja? Da haben wir ja auch jetzt ein Update rausgebracht, das Rapido 2. Genau. Da sind halt kleine Veränderungen. Die Form, die Außenform bleibt die gleiche. Wir haben nur intern halt quasi, sozusagen nicht intern, aber halt am Heizkörper gearbeitet, der ja früher ein zylindrischer Heizkörper, Keramikheizkörper war. Aber du hast das Problem bei denen im Zusammenbau und wenn der Herstellung, da kann halt sehr, sehr, sehr viel schief gehen. Und wenn die dann mal brechen dann, oder kaputt gehen oder dir das Kabel reißt oder irgendwas schief läuft, ja, dann ist eigentlich das quasi nicht das ganze Hotend, aber der Heizkörper kaputt. Mit das teuerste Teil mit der Heatbreak, wenn man davon jetzt mal absieht. Ja? Also das ist sozusagen das zweiteuerste Teil nach der Heatbreak und so. Also dann schon sehr kostspielig oder blöd dann für uns, blöd für dich, blöd für alle. Und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten das halt gerne austauschbar machen und haben das bleiben blieben, aber bei den Keramikheizkörpern, aber halt so rechteckige halt. Ja? Die man dann einfach auch austauschen kann. Der Thermistor ist jetzt auch einschraubbar und ist jetzt nicht ein bisschen einfacher auch ranzukommen. Das war auch zum Beispiel so eine Sache, wenn Thermistor kann auch mal kaputt gehen. Ne? Ja, und wenn man da das ganze Ding auseinanderbauen muss, um an ihn ranzukommen, ist schon sehr blöd. Und jetzt kann man den von außen... Genau, ist der von außen verschraubt und den kann man den auch einfacher wegmachen. Bekannt ist auch natürlich unser Dragon High Flow Hotend, Ultra High Flow Hotend. Ja, Ultra High Flow, darf ich nicht vergessen. Ultra High Flow ist halt auch nochmal eine andere kleine Variation, die wir dann von der alten hatten. Und genau, funktioniert auch sehr, sehr gut mit Kartusche diesmal halt. Ne? Also die bleiben, also man kann sich so ein bisschen daran orientieren. Die Dragon-Serie hat immer Kartuschenheizkörper und auch Thermistoren. Und dann so der Rapido, die sind dann halt... Die umschlossenen. Genau, die umschlossenen und dann auch, also Rapido 1 Version, bei Rapido 2 haben wir halt so die Keramikplatten im Prinzip und Thermistoren und so weiter. Also das ist so der Unterschied, wenn man jetzt so fragt, so ja, und was soll ich jetzt nehmen oder... Das kommt jetzt drauf an, was man lieber heizt, so, ne? Also so die Keramikheizkörper, die ein bisschen auch den Vorteil haben, dass die nicht über eine gewisse Temperatur hinaus können, weil der Widerstand dann so extrem eigentlich dann absinkt halt, ja. Also es ist eigentlich nichts kaputt gehen kann, sage ich mal, wenn man zu... Oder es kann nichts schief laufen, das heißt, genau. du kannst dich, wenn jetzt du 24 Volt reinschießt, ja, durchgängig direkt an die... Dann wird es zwar heiß... Fackelt es nicht gleich ab. So dann fackelt es nicht ab. Der kann nur eine gewisse Temperatur erreichen und dann kann der nicht weiter heizen halt. Das ist der Vorteil bei diesen Keramikheizkörpern und die heizen sehr schnell auf, aber... Keramiksprödes Material können halt brechen. Kartuschenheizkörper haben den Vorteil sehr stabil, sehr kostengünstig und so weiter. Aber die können natürlich heizen bis zum Gehen. Die fackeln sich halt dann selbst ab, wenn mal was ganz schief läuft. Also das ist dann sozusagen auch, worauf man dann achten sollte, wenn man jetzt sich ein Hotend zum Beispiel aussucht. Will ich Keramik? Und das gilt nicht für uns, das gilt für alle, die du hier sehen wirst. Ja? Kartuschenheizkörper oder Keramikheizkörper. Das ist dann so eine Wahl, und die man dann. Den Kartuschenheizkörper wählt man ja auch eigentlich selbst aus, oder? Der wird ja nicht mitgeliefert. Der wird nicht mitgeliefert. Auch verschiedene Varianten. Also da kann man auch zum Beispiel, wenn man weiß, wir wissen zum Beispiel, dass ein 30 Watt ist zwar wenig Leistung, aber der reicht aus, um deine Temperaturen zu erreichen. Halt, ne? Und oft ist sozusagen eine Fehlanalyse, die man sagt, je mehr Heizleistung ich habe, desto mehr schmilzt. Das stimmt nicht. Das funktioniert ja so, dass die Heizleistung nur bestimmt, wie schnell du aufheizst, ja, den Körper. Und danach, wenn er deine Temperatur erreicht hat, dann brauchst du nur ein paar Watt immer nachschießen für die Verluste, die du bekommst. Genau. Das heißt, deine Heizleistung ist nur gemessen Maße sozusagen wichtig fürs Aufschmelzen des Filaments. Und wir wissen halt, bei 30 Watt, hört sich nach wenig an, ist das absolut sicherste, wenn du Kartuschenheizkörper nutzt. Weil die halt dann auch nicht zu weit hinausschießen. Ja? Wenn du jetzt so einen 50-Watt-Dinger hast, der gibt dann erstmal Gas, der gibt schießt Gas, ein bisschen drüber und dann genau, schießt dann wieder. Das ist natürlich auch, und man merkt, wenn man dann zu viel Heizleistung hat, dann wird der PID-Regler, kriegt dann auch Probleme. Also wenn du dann anfängst mit so Kartuschenheizkörper, die 100, 120 Watt auf so einen kleinen
Körper hier reinsetzt, ja, dann schießt das dir weg. Aber das PID will dann versucht die ganze Zeit das irgendwie zu regeln und denkt mir so, jetzt nur noch ein bisschen Strom rein und dann schießt er dir wieder weg und dann kriegt man dieses Wellensystem rein. Ja. Darauf muss man dann halt auch ein bisschen Acht geben. Also genau, wenn man sich das alles aussucht. Ja, spannender Einblick. Ja. Ich denke, wir gehen kurz zu den Düsen rüber. Gerne. Düsen, ja, gibt es viele. Ja. gibt es verschiedene Materialien hauptsächlich. Also und Formen natürlich auch. Ja. Wie wir vorhin besprochen haben, M4-Düse gibt es anscheinend auch. Nicht so populär, wurde mir gesagt. genau, also wir haben die Messingdüsen in V6, Volcano Size und Super Volcano Size. Genau, Messing, kostengünstiges Material, einfach zu verarbeiten. Also von daher auch einer der kostengünstigsten Varianten, die man sich aussuchen kann. Und wenn man nichts Spezielles macht, ganz ehrlich, kommt man gut mit. Kann man sehr gut mit Messing leben. Ja. Wenn man jetzt aber dann so ein bisschen sagt, okay, ich möchte ein bisschen schneller drucken und ein bisschen mehr sozusagen in das Filament die Temperatur reinbringen, weil da ist der Wärmeübergang ja wichtig, da kann man dann Kupfer natürlich nutzen. Aber Kupfer hat den Nachteil, dass das Plastik gerne an den klebt. Also beschichten wir das mit Nickel. Damit kriegt man das dann sozusagen ein bisschen. Und die Oxidation ist natürlich auch noch so ein Faktor, aber genau. Genau, aber dann haftet auch das Plastik nicht so arg. Dann haben wir die gehärteten Stahldüsen. Klar, das ist für alle aggressiven Materialien, aber sehr schlechter Wärmeübertrager halt. Ne? Also muss man dann schon die Temperatur hochregeln? Ja, genau. Muss man schon ein bisschen die Temperatur hochregeln oder ein bisschen langsamer drucken. Das ist natürlich auch eine Option. Ne? Weil einfach der Wärmefluss weniger ist. Ne? Genau. Dann aber hat diese gehärteten Stahldüsen haben auch den Nachteil, das Plastik klebt wieder ein bisschen so dran. Also funktioniert damals auch wieder so ein bisschen so, also lange bleibt deine Düse jetzt auch nicht. Also ein Druck schon, aber halt dann vor dem nächsten Druck würde ich sie mal wieder kurz abwischen. Halt, ne? Und dann hat man sozusagen die DLC-gehärteten Düsen. Da beschichten wir dann diese gehärteten Düsen mit so einer Diamond-like Coating. Okay. Das hilft dann sozusagen, dass das Material nicht ganz so dran pappt und dann kann man auch einfacher das Material danach wieder abwischen und genau, dann pappt das einfach nicht so und dann kriegt man auch ein bisschen einen saubereren Druck her. Kann man die dann zum Beispiel auch mit diesen typischen Messingbürsten reinigen? Ja, kannst du eigentlich schon. Also wir sagen nein natürlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass das so eine Frage ist, die sich die Leute stellen. Darf ich das jetzt so auf die Art? Offiziell nein. weil das natürlich die Beschichtung potenziell beschädigen kann. Mhm. Ja. Aber ich sag mal so, mit einer Messingdüse, Messing ist jetzt nicht das Härteste. Und wenn unsere Diamond-like Coating nicht sozusagen Messing aushalten kann, dann wäre es schlecht. Aber es ist sozusagen, man muss dem sich bewusst sein, dass du natürlich, du tust dem nichts Gutes natürlich jetzt der Düse. Also du machst nicht die Coating besser, aber es überlebt schon, ja. genau, aber dann haben wir natürlich gesagt, so, okay, jetzt haben wir natürlich diese Stahldüsen beschichtet und unbeschichtet. Jetzt geht man natürlich zum nächsten über und sagt, wie kann man jetzt abrasive Materialien natürlich besser drucken. Da nutzen wir dann sozusagen Tungsten Carbide Nozzles. Da ist nicht die ganze Düse aus Tungsten Carbide, sondern da ist nur ein Einsatz hier oben drin. Genau. Da ist dann sozusagen der Vorteil, dass wir die äußere, das sieht zwar jetzt schwarz aus und die Farbe sieht jetzt irgendwie identisch aus, aber es ist eigentlich Kupfer. Und was wir eigentlich machen, also das ist jetzt so ganz, ganz fancy, ne? Also ganz irgendwie ganz exotisch, was wir jetzt da machen. Wir nehmen erst einen Kupferkern, machen daraus eine Düse, dann setzen wir sozusagen die Düse ein, den Düsenkopf. Also den Wolfram Carbide. Genau, Kopf. Einsatz, ja. Einsatz. Den drücken wir uns dann rein, da haben wir jetzt auch ein neues Verfahren entwickelt, weil das ist eigentlich die Version 2 schon. Wir hatten mal früher ein älteres Verfahren, da waren die Leute nicht so happy mit, wie wir das gemacht haben, da haben wir das jetzt geupdatet. Da ist jetzt der Düseneinsatz wird anders eingesetzt und danach wird das erst einmal dann noch einmal beschichtet mit einer DLC-Coating. Okay. Also ganz fancy. Sie machen halt sozusagen... Also euer ganzes Wissen in genau, alles mal rein. So. Wie kriegen wir es am optimalsten hin? Deswegen ist sie halt dementsprechend teuer, weil ja, hast halt einen Kupferkern, gute Wärmeleitfähigkeit, das Tungsten Carbide. Hat halt eine hohe Widerstand, also hat eine hohe Härte gegenüber, also Mooshärte und kann dadurch abrasive Materialien sehr gut halt drucken. Und dann halt die Coating, die DLC-Coating, die Beschichtung.
die hilft natürlich, dass das Material einfach nicht pappt. Also wir haben versucht, einfach alles reinzuschmeißen und sozusagen, wie können wir es optimal machen, und dabei ist das halt rausgekommen. Genau. Dann kam sogar die Silicon Carbide Düse. Genau. Habt ihr es nochmal getoppt? Genau, dann haben wir nochmal gedacht, so, okay, jetzt haben wir sozusagen schon das Gehäuse, jetzt haben wir gedacht, der nächste Schritt ist sozusagen, diesen Einsatz zu verbessern halt natürlich. Ja. Tungsten Carbide ist schon toll als Material, hat eine relativ gute Wärmeleitfähigkeit, ja. Aber noch nicht sozusagen kommt dem nahe, was, woraus das Kupfer ist, ja, mit einer sehr hohen Wärmeleitfähigkeit von über 300 Watt pro Meter Kelvin. Und die Lithiumcarbid, die kann natürlich noch mehr. Also die kann, den kommt dem Kupfer quasi ähnlich. Damit wirkt das quasi wie eine plated copper nozzle, ja. Bloß man hat dann noch hinzu, ist die abrasiv und die hält eigentlich dann ein Leben lang. Also, und dann ist es nochmal ein bisschen härter, die Lithiumcarbid. Also, was mich jetzt so ein bisschen aus dem Forschungsaspekt interessieren würde, ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur Wolfram und dann Silizium gehabt als Einsätze, sondern wahrscheinlich auch andere Materialien ausprobiert. Ja. Wie war das da so? Also was lag da noch so dazwischen? Was gab es noch so zur Option vielleicht? Ja, wir haben dann erstmal, es gab dann natürlich Überlegungen, kostengünstige Einsätze zu machen, mhm, ja, und zu sagen, okay, dann hält es halt nicht ganz so lange. Ja, wir haben so Art gehärteten Stahl dann auch eingesetzt und so weiter. Das hat uns, glaube ich, nicht so gut gefallen. Obwohl es natürlich jetzt dem nichts absprechen soll, aber das soll ja eine wirklich High-Performance sein. Genau. Ja. Das war mal eine kurze Zeit und dann ist es eigentlich im Prinzip nur Materialsuche. Und wir sind eigentlich relativ schnell auf das Siliziumcarbid. Aber die großen Probleme sind ja jetzt nicht irgendwie Material auszusuchen, sondern es dann erstmal herzustellen. Das ist das große immer das Problem. Es ist einfach, Datenblätter nebeneinander zu legen und sagen, oh, das ist das Beste, das ist halt die höchste Zahl. Weißt du? Klar, wir müssen irgendwo wissen, wie stellen wir das dann nachher her und wie kriegen wir das dann alles miteinander verbunden, auch mit den Materialien und so weiter. Da liegt eigentlich die meiste Forschung eigentlich drin. Gar nicht so arg in der Materialwahl im Prinzip, sondern mehr die Wahl wird getroffen und dann macht nach vorne eine Entscheidung, man macht sich ja ein Roadmap, also eine Idee, in welche Richtung möchte ich gehen. Und dann arbeiten wir eigentlich darauf hin. Und dieser Weg ist der lange Prozess. Das Aussuchen am Anfang ist gar nicht so lange. Also, weil es eigentlich auch schon relativ bekannt ist wahrscheinlich. Genau. Das Material ist ja in der Halbleiterindustrie eigentlich. Aber man muss erst einmal jetzt, wie kriegen wir das hin und wo kriegen wir es her? Okay, ja. Und wie verarbeiten wir das? Also dann kriegen wir das erstmal, dann wird das eingearbeitet, dann wird geschaut, hält das, funktioniert das, dann wird es getestet, weißt du, dann geht es wieder zurück, dann stellt man einen Fehler fest, dann muss man wieder was machen. Das ist dieser ganze Prozess der Entwicklung halt, der viel Zeit eigentlich immer dann nimmt, bis wir dann endlich mal was zeigen dürfen halt oder können dann, ja. Genau. Hinter uns die Filamentwand. Ja. Viele, viele verschiedene Filamente, aber das macht ja eigentlich den 3D-Druckmarkt auch irgendwie so schön, weil man kann einfach so viel ausprobieren halt. Ja klar, man kann jetzt verschiedene Hotends, aber wenn man einmal ein Hotend eingebaut hat, ich sag mal, das wechselt man nicht jeden Tag. Aber man kann Filamente ja jeden Tag wechseln. Ja. Da kann man immer mal was Neues ausprobieren. Genau, also wir haben verschiedene Richtungen an Materialien, die wir da entwickelt haben. Also einmal sozusagen die kostengünstigeren oder Standardmaterialien, würde ich sie dann ein bisschen nennen. So, das sind die AI-worthy, also im Sinne von, dass sie kostengünstig sind oder cost-effective sind halt, ja. Genau, haben dann halt so ein Tough PETG, High-Flow, ABS mit Glasfaser, ASA mit Glasfaser, PETG mit Glasfaser, ein ASA-Aro, das heißt, dass es dann aufschäumt, das heißt, da kannst du dann sozusagen, im Modellbau wird das gerne genutzt, also für Luft. Also es hat eine geringere Dichte, oder? Genau, also das funktioniert so. Das ist auch lustig gewesen. Vor Jahren habe ich mal mit einem Kollegen darüber über diese Idee geredet. Das war schon so 2015 oder so. Da haben wir halt gedacht, so, wie könnte man eigentlich sozusagen Filamente leichter machen oder die Dichte verringern und so weiter. Man, das ist eine Art Schaumstoff aus Filamenten halt machen. Genau. Okay. Und das kannst du regeln mit der Temperatur. Das heißt, wenn du eine relativ niedrige Temperatur hast, dann kommt das Material eigentlich 1:1 raus. Wie als würdest du jedes andere machen. Und wenn du es dann erhöhst, dann löst sich das Material auf, vergast im Prinzip und bildet dann so kleine Lufteinschlüsse. Genau. Okay. Und je höher die Temperatur ist, desto größer wird dann sozusagen, ist die Reaktion natürlich. Mhm. Ja. Und dadurch kann man sehr leichte Objekte, also du hast eine Dichte, die ist unter 1, also das schwimmt dann auf Wasser. Ja. Also 100% Infill, sagen wir mal, aber mit einer höheren Temperatur, damit es ein bisschen aufschäumt. Ja.
Und dann kann das sogar auf Wasser sozusagen schwimmt das. Float ist halt wie so ein Schaumstofffall, ne? Weil es halt eine niedrigere Dichte hat als Wasser. Ich glaube, PLA hat eine Dichte von 1,25 etwa. Genau, genau, sehr gut. Die 1,3 so, ja, das ist schon, ja, unter 1 ist schon, das ist schon, das gut, schon krass, ja. Und das ist halt dann interessant, wenn man das dann für Flugzeug oder Leichtbau dann halt im Prinzip nutzt, also so Flugzeugmodelle baut und so weiter, wo halt Plastik ein bisschen schwer ist. Also man hatte ja mit dem Holz Basalt ein sehr weiches Holz, das aber halt eine niedrige Dichte hat und deswegen auch so gut für Flugzeuge nutzbar ist. Ja. Aber das ist natürlich auch sehr einfach brechbar und wenn dann einmal so ein Holz-Basalt-Ding kaputt ist, das ist halt nicht mehr so schön oder einfach nachzumachen. Und wenn man so einen 3D-Drucker hat, schnell mal nachgedruckt. Denn der Crash halt kommt, was mal bei einem Flugzeug passieren kann, also Modellflugzeuge, ja, ja. dann kann man da natürlich einfacher das mal austauschen dann wieder und sagen, okay, ich habe die Datei, lass es gerade wieder drucken, komm morgen wieder und dann kann ich wieder mein Flugzeug heil machen. Alter, fliegen. Also das wäre dann sozusagen dieses ASA Aero, das ist da ein sehr tolles Material für. Klar, die Carbonfasern, Glasfasern, das ist jetzt mehr, um Steifigkeit zu erreichen. Genau, ja. Ja, also wenn man jetzt irgendwo draufspringen möchte. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Also. Ja, genau, genau, stimmt, ja. Hast du ja auch mal gemacht. Und genau, aber bei den Glasfasern haben wir ja das große Problem, oder mit den Carbonfasern, es ist ein sprödes Material. Ne? Also wenn wir da drucken wollen, ja, sagen wir mal so, wenn wir da mehr Glasfasern, mehr Steifigkeit reinbringen wollen, wird schwierig, weil das Ding, wenn man es einführt in den Extruder, schon vielleicht abbrechen kann. Ne? Also, und dann können wir gerade übergehen, genau was wir dann gesagt haben, wie könnten wir das Problem lösen? Genau, und dann beschichten wir quasi mit dem Grundmaterial das einfach, also wenn das Grundmaterial, sagen wir mal, ABS ist und wir nutzen Glasfaser, dann ist der Kern aus einer hohen Konzentration ABS-Glasfasermischung mit 25% und dann gehen wir außen eine ABS-Beschichtung nochmal drauf. So, und die äußere Schicht, wenn man halt jetzt mal irgend so einen Stab kennt und mal ein bisschen technische Mechanik und so weiter und Belastung, wenn man den natürlich biegt, sind ja außen die größten sozusagen Biege. Und genau da hat man dann eben nicht die Glasfaser. Genau, und da hat man nicht die Glasfaser, das heißt, da kann das ABS sozusagen diese Kräfte dann aufnehmen. Das heißt, es ist einfacher einzuführen, wir können eine höhere Konzentration an Glasfasern und Carbonfasern einführen in dem Material. Und genau, man sieht ja, bis zu 25% sind da teilweise drin. Und da kann man dann natürlich sehr steife Materialien machen. Und es hilft natürlich in der Layerhaftung. Weil wenn man jetzt überlegt, zwei Glasfasern, die übereinander liegen, haften nicht. Ja. Genau. So, und wenn wir natürlich so eine Beschichtung haben und einen laminaren Fluss durch die Düse, das heißt sozusagen, das Material kommt rein und dann geht durch die Düse, das heißt, die äußere Beschichtung geht gerade mit. Das heißt, wenn man unten extrudiert, hat man genau das gleiche. Wie so einen Rand sozusagen. Genau. Okay. Du hast unten genau nochmal diesen Ring dann da unten dran aus den Dings. Weil du hast einen laminaren Fluss, der ja besagt im Prinzip, es gibt keine Vermischung in der Düse. Ja. Weil, obwohl wir schnell drucken mit 600 mm pro Sekunde, oder sind wir noch immer im laminaren Fluss bei Polymeren. Das heißt, es kommt gerade raus. Und das heißt dann, wenn du eine Schicht für Schicht legst, dann haben die äußeren Schichten dann quasi, es ist ABS auf ABS und nicht ABS-Glasfaser auf ABS-Glasfaser sozusagen. Und dadurch kriegst du auch eine bessere Haftung natürlich zwischen den Schichten. Ja, wenn man sich das Filament anschaut, das sieht ja auch sehr spannend aus durch dieses Co-Extrusion sozusagen. Genau. Wie ist das mit der Herstellung? Also, ist kompliziert. Nennen, aber also, es ist nicht kompliziert vor. Ist nicht so einfach, weil, also man kennt, jetzt sagen einige, ah ja, das gibt es schon seit Jahren. Das stimmt. Aber das Problem bei der Herstellung, das gibt schon bei Jahren bei, zum Beispiel aus der Elektrotechnik kennt man es sehr gerne. Also wenn du jetzt in den Baumarkt gehst und Kabel dir kaufst, dann hast du außen Plastik, innen drin einen Kupferkern. Ne? Ja. So, das ist auch eigentlich eine Co-Extrusion. Wird das Kupfer eigentlich da durchgeschoben und dann wird außen das dann beschichtet. Unser Problem ist aber, das Kupfer schmilzt halt dabei nicht, wenn das auf das mit dem Plastik berührt. Unser Material ist genau, quasi, ja. Das heißt, du musst das alles auch natürlich ein bisschen langsamer extrudieren und so weiter. Also das ist ein bisschen schwieriger hinzubekommen, als jetzt einfach sozusagen, ich schicke Plastik durch eine Düse durch, wie normales Filament hergestellt ist, wo du dann versuchst, dann diese beiden Materialien ineinander nicht zu vermischen. Ja. Und nimmt die Durchmessertoleranz bei dem, oder wird die größer, die Toleranz? Da müsste ich jetzt ganz ehrlich lügen. Ich habe damit gedruckt und ich habe keine Unterschiede gemerkt, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich müsste jetzt mal schauen, ob die Toleranzen sich da jetzt ändern würden, aber ich würde mal sagen, sie sind auf jeden Fall noch akzeptabel.
Aber ich denke, natürlich hat das einen Einfluss mit dieser Co-Extrusion. Also, weil man kann es so ein bisschen natürlich sehen, aber man kann sowas ja natürlich nicht sehen und man kann es abmessen, aber so ein Pi mal Daumen müsste das eigentlich schon sehr gut eigentlich hinkommen mit den Toleranzen. Aber sie werden nicht in diesem Bereich mit 0,02 sein, die wir jetzt schon erreichen, genau, bei unseren Standardmaterialien. Da sind wir natürlich jetzt auf einem anderen Weg. Da müssen wir auch, wie gesagt, mal wieder unsere Prozesse anfangen und optimieren, optimieren, optimieren. Aber es ist ganz eindeutig schon jetzt druckbar und keine Probleme. Und ich habe bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, dimensionstechnisch gesehen keine Probleme gehabt. Ja? Das muss ich auf jeden Fall mal testen. Also, gerne, teste es gerne. Fall, ist super spannend und macht super interessant zu drucken halt. Also das ist, es wirkt auch ganz anders, weil wenn man so jetzt so Carbonfasern hier, im Prinzip dieses Coating hier, das fühlt sich wie Plastik, wie ABS halt an. Ne? Das stimmt, ja. Und wenn du das jetzt so zusammen... sind die Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Carbonfaser hast und das mal, das fühlt sich immer so rau an, weißt du, so oder auch das Glasfasern gerne mal so ein bisschen so fast schon ein bisschen eklig, ja, so ein bisschen so pizzig und so, genau, das, ich fand's auch, und durch diese Beschichtung wirkt es halt wie ein normales 3D gedrucktes Teil. Es ist also auch von der Haptik her einfach angenehmer. Das sind ja 25%, das meint man jetzt echt nicht. Merkt man dann halt auch. Ne? Also, das ist ein ganz cooles Material, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn man mal was Neues ausprobieren möchte, definitiv sollte man das mal probieren. Wir haben das ja auch mal getestet da drüben, da wird das dann sozusagen Gewichte mal ein Kilogramm über 6 Monate, das ist schon seit einem Jahr, glaube ich, hängen die dran, nur um zu schauen, wie das Material sich verzieht über Zeit, weil das ist ja auch zum Beispiel wichtig. Da machen wir auch zum Beispiel sehr gerne Tests. Hängen wir jetzt nur ein Kilogramm dran, aber das muss trotzdem, also wenn es jetzt, klar könnte man jetzt 50 Kilogramm dran wiegen, dann kriegst du es verzogen. Ja? Aber es geht ja auch darum, auf lange Sicht, du, wenn du halt da mal irgendwas verschraubst oder sowas und jetzt nicht mit 5 Newtonmetern anziehst, dass es dann halt sozusagen auch seine Stabilität beibehält über die Jahre halt, ne? Und die Schraube nicht lose wird oder beginnt zu wackeln. Daran arbeiten wir eigentlich sehr gerne, weil das ist ein wichtiger Faktor, der oft eigentlich nicht so oft propagiert wird in so mit Filamenten, was mir ein bisschen fehlt. Weil oft bei PLA auch zum Beispiel, wenn man da mal Schrauben angezogen hat, wartest du ein Jahr, danach sind sie ein bisschen locker. Ja. Und das versuchen wir die ganze Zeit eigentlich zu optimieren. Und wir sind eigentlich schon sehr nah dran zu dem, dass, wo ich sagen würde, so, na, du kannst eigentlich eine Schraube schon gut anziehen, ohne dass dabei was passiert. Ja, genau. Also das ist dann, ja genau. Dann haben wir sozusagen die Coating-Materialien, also Glasfiber und was weiß ich was alles. Glasfiber, Carbonfiber mit Mischung PET, ABS, PAHT, also in dem Fall Nylon, also Nylon, High Temperature Nylon, also ein PA12 ist das. Okay. Genau. Und jetzt bringen wir gerade auch sozusagen Flex-Materialien raus. Klar, als Drop-Effekte-Firma, wo ich mich darauf spezialisiert habe. Angefangen natürlich mit den einfachen 90 und 85. Und jetzt fangen wir an mit den 65ern und genau, habe da schon die ersten Tests mitgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon viel mit 60ern gedruckt. Da gibt es viele gute Firmen, gar keine Frage. Aber unser Material hat mich auch schon sehr überzeugt, also mit dem 65er. Das war echt ein toll, also muss sagen, selten habe ich es geschafft, einfach Play zu drücken. Gut, ich habe den Extruder dafür jetzt, den Omnia-Drop, ja, entwickelt für beim Drop-Effekt, damit das möglich ist. Aber es war wirklich sehr einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es reingesteckt. Ich habe einfach so mal Pi mal Daumen geschätzt und es hat funktioniert. Also das war schon, hat mich beeindruckt. Also normalerweise muss ich da immer ein bisschen kalibrieren bei den weicheren Materialien. Bei dem habe ich es direkt hinbekommen. Vielleicht ist es die Erfahrung. Das könnte auch sein. Genau, das ist sozusagen unsere Filamentserie, die jetzt eigentlich relativ jung ist. Also ist gerade mal ein Jahr. Ne? Ja, aber trotzdem schon ziemlich groß. Ja, also, ja genau. Ja. Also das ist schon stark, muss ich sagen. Ne? Okay, dann kommen wir zum kleinen Bonus. Ja, zu einem Bonusvideo, genau. Zum Bonus-Shot. Den eben angekündigten Bonusclip darf ich euch nun leider doch noch nicht zeigen, da Max und ich hier über ein unveröffentlichtes Produkt geredet haben, das übrigens außer dem Team und mir noch niemand zuvor gesehen hat. Ich kann euch jedoch sagen, es handelt sich um ein extrem spannendes und überraschend intelligentes kleines Gerät. Sobald ich die Erlaubnis habe, wird dieser Teil des Interviews hier auf Jantec hochgeladen. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, denn das wollt ihr wirklich nicht verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal auf Jantec.